Das ist das Bündnerbier. So macht man es auf und so wird es getrunken. So und nicht anders. Viva! Zutaten dafür. Erstens die Marke Bündnerbier. Zweitens die Werbeagentur Inhalt und Form. Und drittens mixen wir alles zusammen und lassen es ordentlich gären. Was daraus entstanden ist, ist ein neues Bier mit neuem Namen sowie neues Design für Flaschen, Verpackung, Homepage und Merchandise. Und damit auch alle davon erfahren, haben wir die dreiteilige Webserie «Chapa Talpers» über die verrücktesten Bierbrauer aus dem Bündnerland gedreht. Bei der «Chapa Talpers» ist die Marketingabteilung des Bündner Bier schwer gefordert. Eine gigantische Idee muss her. Sonst droht ein Wechsel von der beliebten Praktikantin Wendy in die Buchhaltungsabteilung. Der rettende Einfall? Bei einem Wingsuit-Stunt macht der Chichuri im Proximity Flight ein Bündner Bier auf. Ja, wenn das mal kein Einfall wird. Mit minimalstem Werbedruck, aber dafür mit einem hoher geschickten Social Seeding, haben wir mit der dreiteiligen Webserie «Chapa Talpers» über 51'000 Zuschauer gewonnen. Auf Facebook haben wir innerhalb von 2 Wochen mehr als 300'000 Ad-Impressions und über 1'600 Menschen haben neu auf «Gefällt mir» geklickt. Auf der Webpage waren es über 3'500. Bündner Bier ist nicht nur auf Social-Media-Plattformen, sondern auch in den Medien ein genüssliches Thema gewesen. Auch die lokale Konkurrenz spürte Druck und hat ab und zu etwas unendurch müssen. Der Bündner Musiker Jimma hat das Bündner Bier und die «Chapa Talpers» Viralspots derart hure gut gefunden, dass er praktisch ohne Überzeugungsarbeit eine Bündner Bier-Hymne zum Besten gegeben hat. Viva! So und nicht anders.